Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde RimWorld in der Beta 18, natürlich mit mir, eurem Sunny. In der RimWorld Beta 18 natürlich mit einer Menge Mods. Ne? Wer sich nochmal für die Mods interessiert, in der ersten Folge, beziehungsweise ich habe die Folge eventuell so genannt, dass ich so eine Art Folge 0 hatte. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr so genau. Warte mal, kann ich sogar nachgucken? Genau, ich hatte eine Folge 0. Diese Mods werden wir benutzen. Diesmal nicht mit so einem irreführenden Namen wie Mod-Vorstellung. Das Problem war nämlich tatsächlich wahrscheinlich, dass, als ich das letzte Mal das nämlich gesagt hatte in einer Folge, die hat unglaublich viele Klicks bekommen, weil die Leute halt dachten, ich stelle irgendwie irgendeine besondere Mod anscheinend vor. Und also für mich unglaublich viele Klicks, ne? Also, wow. Das war... Wow! Was ist mit dir? Bewusstlos! Warum? Au, die erfriert! Der ist kalt! Ah, Alter, das musst du doch selber merken! Du Hornochse! Die trägt halt nur eine Mütze! Arg! Arg! Charakter, wo kann ich denn nochmal Arbeitseinschränkung? Ich kann doch irgendwo definieren, was die tragen. Ja, hier. Ja, alles bitte. Im Winter bitte alles. Ich habe doch jetzt nicht damit gerechnet, dass du dann so lange draußen bleibst, bis du umkippst. Da wird die leider ein bisschen unglücklich sein im Winter. Also sie muss jetzt im Winter oder eher Combo. Ich weiß nicht mehr, ob Männer oder Weibern. Kann Combo bitte mal von irgendjemandem gerettet werden? Bevor irgendwie noch was Schlimmeres passiert? Das wäre voll gut. Comboa, ich danke dir. Comboa, du bist ein Schatz. Nehmt auch ja niemand den überlegenen Bogen mit, der super wertvoll für uns ist. Das ist keine gute Idee. Den solltet ihr auf gar keinen Fall mitnehmen. Ich hasse euch, Leute. Manchmal hasse ich euch so ein bisschen. Na gut. Wie warm ist es jetzt hier drinne? 9 Grad. Okay. 9 Grad. Das ist ein bisschen kühl. Klitzeblein ein bisschen kühl. Wo haben wir das Lagerfeuer? Ah, Temperatur. Hier. Moment. So. Jetzt kommt mal hier hin. Das dürft ihr mal bitte. Boah, was machst du denn jetzt? Außerdem hätte ich auch noch gerne hier eine Fackel drin, damit hier auch noch mal ein bisschen wärmer wird. Wie warm sind es hier drin? 6 Grad. Das geht aber. Da sind die nur wenn sie wach sind drin. Das sollte in Ordnung sein. Okay. Wer war das jetzt? Unsere Nudistin? Hier. Wo ist sie denn jetzt? Kannst du dich jetzt mal anziehen? Das ist doch nicht wahr. Der wird doch jetzt schon wieder zu kalt. Du musst doch eisig kalt sein. Jetzt geht sie auch wieder ins Bett. Das ist doch nicht wahr. Warum geht sie jetzt da schlafen? Combo hat doch ihr eigenes Bettchen. Ich muss es jetzt nicht begreifen, ne? Okay, ich lasse es. Es ist mir zu hoch. Hypothermie? Ja, ist nur bei ihr, okay. Die anderen, die angezogen sind, die kommen halbwegs klar. Nicht mega, aber halbwegs. Und ich fände es total toll, wenn irgendjemand hier eine Priorität draufsetzt mit Combo. Na klar, Combo macht da natürlich eine Priorität drauf. Ist ja auch nicht so, dass Combo sich nicht mal anziehen sollte.
Sie legt sich dann immer für einen ganz kurzen Moment hin, dann ist sie geheilt, anscheinend. Ne? Und dann steht sie wieder auf. Krass. Kleiner Finger links, Erfrierung. Bitte was? Unterkühlung stark. Kann mal irgendjemand das hier fertigstellen, damit. Oh Mann. Von hier drinnen sind halt 11 Grad. Also das geht halbwegs, aber nicht toll. Den wird auf jeden Fall kalt werden da drinnen. Ja, genau. Homer muss sich jetzt drum kümmern. Gehen wir an um den Finger. Aber jetzt verbrauchen wir für so einen Blödsinn halt unsere Ressourcen. Das ist voll doof. Okay. Wo gehst du hin? Was machst du? Kannst du das da mal erstmal fertig bauen? Hin? Wieso baut das keiner fertig? Ah, jetzt. Ah, okay. Hand me that brick. Das war jetzt zum Beispiel, er hat halt mehr Ressourcen dabei. Das heißt, er ist hier rumgegangen, hat erst das hier seine Ressourcen dann hier reingelegt und dann hat er den fertig gebaut. Okay, gut. Okay. So, also ihr seht schon. Boah, 10 Grad? Okay. Wir brauchen hier unbedingt nochmal einen Zwischenraum, damit nicht immer, wenn die Tür aufgeht, alles aller Wärme entweicht. Das geht gar nicht. Kombo, ja, geh ruhig essen, aber tu mir bloß den Gefallen und zieh dir was an. Ich möchte jetzt halt nicht in irgendwie eine Kleidung erzwingen, indem ich ihr das sage, weil sonst habe ich das Problem, dass ich selber daran denken muss, die auch wieder auszuziehen. Dann reicht nämlich nicht hier über die Zuweisung zu sagen, hey, geh mal wieder auf nur das zurück. Aber jetzt geht Kombo ja eh schlafen, also da von daher alles gut. Okay, jetzt sind hier drin 25 Grad, 27 Grad, okay. Was machst du? Ah, wartet in angenehmer Temperatur. Ah, okay, okay. Hier geht's noch mal was essen. Dann sollten wir hier vielleicht auch ein Lagerfeuer reinmachen. Kopie bauen. Dann mache ich hier auch ein Lagerfeuer rein, damit die sich in dem Aufenthaltsraum wohlfühlen. Wo gehst du jetzt hin? Ah, zur Toilette. Der Kühlung schon wieder stark. Das ist ganz krass, ne? Warum geht's jetzt Komboa schlecht? Was ist denn nun schon wieder mit dir los? Beengte Umgebung. Das verstehe ich. Okay, okay. Leichte Schmerzen deswegen. Aua, das tut weh. Ja, da können wir auch niemals was gegen machen, weil die Schussnarbe wird für immer wehtun. Das ist ja... Sowas ist ärgerlich, dass man dagegen halt nichts machen kann. Also, gut, es gibt eine Möglichkeit, was später dagegen zu machen, aber die macht die Leute von etwas abhängig, was dann richtig übel ist. So, das soll kein Sammelpunkt sein. Ich hoffe, sie können sich da trotzdem aufwärmen, auch wenn es kein Sammelpunkt ist. So, die Räume sind aber auch warm genug. Ja, ja, okay. Hier sind aus dem Grund nur 15 Grad drin, aber das liegt vielleicht daran, dass das halt so viel Außenwand hat. Vorratskapseln? Was ist denn da runtergekommen? Uranium-Pellets. Nice. Cool. Nehme ich. Habe ich kein Problem mit.
Oh, hier unten können wir ein bisschen was an ernten. Das finde ich gut. Weiß nicht, warum die Temperaturen gerade überleben, aber hey, einem geschenkten Gaul und so, ne? Dem schaue ich halt nicht ins Maul. So, dann können wir mal hier Befehle. Ich würde gern den Boden hier entfernen. So, dann werde ich die Mod dann danach auch rausnehmen, wenn ich dran denke. Obwohl ich muss dann sicherheitshalber nochmal gucken, weil zum Beispiel in einem Innenbereich hier, wenn das auch zu der Mod gehört, das bin ich mir nicht sicher, das muss ich mir vorher nochmal angucken. Hier zum Beispiel diese Terrain-Rehabilitation, dass ich halt dass ich auf Stein innerhalb zum Beispiel halt Erde auslegen kann, sozusagen damit dafür sorgen kann, dass ich da drinnen anbauen kann. Das finde ich wieder was total Realistisches. Warum sollte das nicht machbar sein? Ich kann auch ein Innenbau-Greenhouse bauen. Also, ich meine, das ist vielleicht nicht einfach, aber müsste ich mich echt mal erkundigen, wie kompliziert das ist, ein Greenhouse auf steinernem Untergrund zu bauen. Das Problem ist halt, dass man ja keine normale Entwässerung dann hat. Ich meine, wenn man normalerweise ein Greenhouse baut, hat man ja entweder diese ja fast wie in Blumenkübel-Züchtung, was man so im Fernsehen sieht. Ne, zum Beispiel so diese Tomatenpflanzen, die dann halt auf Tischen stehen. Oder man hat halt ein Greenhouse, was im Endeffekt zwar überdacht ist, aber auf ganz normalem Boden steht. Also, und die Sachen sind noch auf ganz normalem Boden eingepflanzt. Vielleicht ist die Möglichkeit, Erde in einem Raum auszubringen, der eigentlich einen steinernen Untergrund hat, vielleicht doch gar nicht so gut. Dann hat man stehende Feuchtigkeit, Schimmel. Ah, vielleicht ist das auch nicht so realistisch. Vielleicht ist das gar nicht so einfach. Ich hoffe, Komboa zieht sich von alleine was an, sonst muss ich da irgendwie nochmal stärker reingrätschen. Aber ich bin eigentlich der Meinung, die tragen alles. Und wenn man ihnen erlaubt, alles, also wenn man ihnen sagt, sie sollen alles tragen, dann ist es halt erzwungen. Die sagen dann, ah, okay, ich suche mir was, bis ich komplett angezogen bin. Ich meine, das ist so. Es kann natürlich aber auch sein, dass wir. Ne, also hier ist auf jeden Fall normale Stammeskleidung, das sollte reichen. So. Was ich schön fände, wäre, wenn ihr hier draußen die Sachen mal wegtragt. Aber irgendwie fühlt sich da keiner zu berufen. Na gut, ich habe hier noch ein paar Konstruktionsaufträge, ich gebe es zu. Wie viel Holz haben wir noch? Was? Menschenjagendes Rudeln, na toll! Perfekt. Gut, dass ihr keine Sachen reingetragen habt bisher. Ach, großartig. Zuweisung, nee, Beschränkung. Schutzgebiet. Zack. Alle bitte drin bleiben. Und irgendjemand dürfte hier mal bitte sauber machen. Was muss ich dafür nochmal Auftrag geben? Kuro? Du machst mal den sauber, den Washbucket. Ja, und da müssen wir uns um Holz kümmern tatsächlich. Warum steht hier eigentlich so viele Bäume auf einmal auf unserem Gebiet rum? Standen die da die ganze Zeit? Ist mir echt nicht so aufgefallen, dass das so viele waren. Vor allem hier so komplett ausgewachsener. Ist jetzt natürlich nicht schlecht. Was haben wir eigentlich für ein menschenjagendes Rudel? Habe ich gar nicht geguckt. Katzen. Menschenjagende Tiere der Gattung Katze sind im Gebiet angekommen. Sie ziehen in der Region und umher, stets auf der Suche nach menschlichem Fleisch. Sie können nicht durch Türen durchgehen, weswegen es ratsam ist, deine Kolonisten nicht rauszulassen. Geschütztürme werden von ihnen nur angegriffen, wenn sie aktiviert sind. Das Rudel wird die Gegend nach ein paar Tagen wieder verlassen. Katzen. Aber halt auch mehr als nur ein, zwei. Es sind wirklich eine recht große Menge an Katzen. Wie die hier rummiauen.
Oh, das ist voll schade. Das sind Katzen. Okay. Naja. Die sollten ja... Durch Türen gehen sie ja normalerweise nicht durch. Und wenn sie jetzt... Wenn, dann schlagen sie jetzt mal lustlos ein, zweimal auf die Türen normalerweise ein. Dann sollte alles gut sein. So. Hier drinnen verdirbt nichts mehr, weil ist ja alles so kalt, dass das kein Problem ist. Ja gut, dass sie die Sachen nicht reingetragen haben, ist eigentlich auch nicht so wild. Oder, ach, habe ich denn hier überhaupt die Möglichkeit, dass hier noch Nahrung reingetragen wird? Groß Essen? Doch, ja, können da reingetragen werden. Weiß nicht, warum das keiner getragen hat. Okay. Dass der hier draußen vergammelt, finde ich jetzt mega uncool. Das geht halt einfach gar nicht. Kuro? Beschränkung wird aufgehoben. Obwohl, nee, Moment, der Schaman, das ist mein Heiler, ne? Ich guck mal ganz kurz, wer sind meine Heiler? Was war ein Heiler nochmal hier? Kombor und... Nee, okay. Ist nicht mein Heiler. Gut. Dann darfst du rausgehen. Und zwar... Nee, nicht ausrüsten. Tragen. So. Da sollte er eigentlich safe sein. Die Katzen sind hier unten. Hier kommen sie nicht mehr durch. Zum Glück, weil wir ja hier schon die Mauer gebaut haben. Und sie müsste jetzt hier rumlaufen, hier hoch, um dann auf ihn zuzukommen. Damit ist er safe. Okay. So, und dann Beschränkung wieder ins Schutzgebiet. Ja, perfekt. Hat ja gut funktioniert. Was ist das hier? Ah, das ist die Spektago-Pflanze. Die sieht ja mega creepy aus in der... Jetzt ohne Blumen, ohne Blüten. Die sieht eher aus wie ja, weiß nicht, wie so irgend so ein Alien-Insekt oder so, ne? Das ist ja gruselig. Gruselig ist das ja. Wir lassen mal ein bisschen schneller laufen. Ach, das ist cool. Guck mal, jetzt sieht man hier, dass die Wege freigelegt wurden. Das ist cool. Sollten wir nicht zu groß machen. Aber so ein bisschen ist super. Wir haben nur noch 185 Holz. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das ist ziemlich wenig. What? Boah, hat mich das gerade erschreckt, ne? Ein Stück eines Raumschiffs ist in der Nähe aufgeschlagen. Ist jetzt aber wirklich nah. Das ist jetzt aber wirklich verwürfelt nah gewesen. Ein Kolonist untätig. Ja, was soll ich machen? Es gibt... Ich kann die ja nicht rauslassen. Ja, ich sollte vielleicht auch einen Wurf... sollte vielleicht die... Hatte ich hier nicht irgendwie genau die Dartscheibe? Die darf mal eigentlich umziehen. Nee, neu installieren. Hier am besten. So. Weil es macht keinen Sinn, dass ich die Leute draußen stehen habe. Das ist einfach nicht wirklich sinnvoll, wenn die jetzt im Winter hier draußen stehen und sich den Allerwertesten abfrieren. Da packe ich die Sachen lieber hier rein, dann können sie sich drinnen vergnügen. Das machte mehr Sinn. So, Kombo ist jetzt unglücklich natürlich, weil sie sich in Kleidung werfen muss. Das findet sie voll uncool, aber dafür erfriert sie uns wenigstens jetzt nicht mehr so schnell. Das ist echt so eine Aktion, ne? Oh Mann. Dass die wieder fast erfriert draußen. Das ist schon krass. Aber auch irgendwo lustig. Ich mag das Spiel für solche Feinheiten. Ich mag das Spiel. Auch den grundsätzlichen Humor, finde ich. Ich meine, na, man hat jetzt so das Gefühl, ist ja nicht so viel, aber alleine, dass wir gerade von menschenfressenden Katzen angegriffen werden, ja, das ist so. Ja. Und dann aber auch wirklich gleich so ein Rudel, wo ich sage, okay, ich bleib drin.
Weil damit will ich mich halt wirklich nicht anlegen. Das sind mir einfach zu viele. Ich würde mich mit stärkeren Viechern eher anlegen, wenn sie klein, wenn es eine kleinere Menge ist. Aber mit so einer großen Menge von Katzen, da könnte ich halt wirklich Probleme kriegen, ne? Wenn die wenigstens etwas anders verteilt wären, vielleicht auch ein paar hier drüben oder so, dass ich mal ein paar einzelne wegkriegen würde. Aber bei der Menge, wenn ich hier die Tür aufmache, dann ist halt gleich Tovabo. Das Ganze dann auch noch mit Winter, dass meinen Leuten halt kalt wird, das ist halt auch nochmal dann mit ein Problem. Alles nicht so cool. Wie drin ist hier, wie kalt ist eigentlich hier im Lager? 9 Grad? Tatsache. Eigentlich sind jetzt draußen auch schon wieder 5 Grad, okay. Die Kältewelle ist weg. Ich glaube, daran liegt das jetzt. In dem Fall kann ich das hier, glaube ich, wieder abreißen. Das hier drinnen lasse ich erstmal stehen. So, und ich glaube, der Zwischenraum, der ist, den lasse ich aber auf jeden Fall so. Das ist gut, weil der sorgt halt dafür, dass das nicht ganz so viel Wärme verloren geht. Und hier drinnen darf ruhig bammig warm sein, denke ich mal. Das ist den, glaube ich, nicht zu warm. Spectago relaxed. Okay. Bewusstsein ist verbessert durch Spectago. Blutreinheit. Dieser Tee ist ja mega krass. Wow. Blutreinheit, 120%. Und deswegen wird dann halt auch deswegen werden dann halt auch die anderen Sachen teilweise mit verbessert. Das ist ja nett. Also weil ich Blutreinheit heute auf 120% habe durch den Tee, ist mein Bewusstsein verbessert und deswegen auf 105%. Und weil mein Bewusstsein auf 105% ist, ist Arbeiten, Sprechen und Essen verbessert. Das ist ja lustig. Voll cool. Der Tee ist ja mega gut. So. Ich denke mal, das ist eine gute Idee, ich muss im Moment an Holz sparen. Solange die Katzen da sind, kann ich nicht raus. Und da habe ich gar keinen Bock drauf, dass ich jetzt im Winter mich mit dem prügeln muss, weil mir das Holz ausgeht und ich sonst erfriere oder so. Gar keinen Bock drauf. So gar keinen Bock drauf. Jetzt haben wir so ein bisschen das Problem, dass mein Lager mit Blöcken irgendwie draußen ist. Und ich aus irgendeinem Grund keine große Menge Granitblöcke hier drin hatte. Das ist dezent ärgerlich. Na gut, ich hatte nicht sehr viele Leute von mir hatten den Hauling-Auftrag, beziehungsweise haben keine hohe Priorität darauf, Sachen zu tragen durch die Gegend. Das könnte hier so ein bisschen das Problem gerade sein. Deswegen hatte ich hier halt keinen großen Vorrat. Andererseits, ich könnte natürlich jetzt mal den Auftrag hier machen, Sachen herzustellen. Andererseits Granit, ich würde gerne mit dem Granit wirklich jetzt erstmal die Außenwände alle bauen. Das fände ich halt schön. Was? Irgendwas ist gerade durch irgendwas gestorben. Au, ein Vark. Moment, war das unser Schildschein? Nein. Okay. Wir sollten dann eventuell darüber nachdenken, den Wark zu töten bei Gelegenheit. Wildschwein? Es tut mir leid. Aber, du wirst leider auch auf... Wieso kann ich denn das Schutzgebiet nicht gleich für die Wildschweine mitnutzen? Das ist doch dumm. Ach, Moment. Ich muss mal in die Zone... So, Tiergebiet 1. Das wird dann jetzt halt im Moment leider auch hier drauf beschränkt. So. So. So, Wildschwein. Gucken wir mal ganz kurz. Zuweisung, Tiere, Tiergebiet, genau. So, damit
es jetzt nicht durch den Wag dann draußen getötet wird. Und... Ah, das hat gerade jemand von selbst gemacht. Ah, gut. Ich weiß leider nämlich nicht, zu welchem Auftragsgebiet, Aufgabengebiet das hier gehört, das sauber zu machen. Aber es könnte zu Cleaning tatsächlich gehören, was ja sinnvoll wäre. Also zum Saubermachen. Das gibt es doch einen eigenen Bereich dafür, ne? Reinigen, genau. Das Problem ist, dass wir auch das bei uns halt unglaublich weit hinten ist. Reinigen, weil Reinigen meistens nicht so wichtig ist. Dementsprechend werden die Sachen dann halt, ja, nicht so sehr bevorzugt. Naja, mal gucken. Die Katzen sind immer noch da. Es ist so nervig. Wir können... am Anfang der letzten Folge waren es noch die Boomelopes von vor Ewigkeiten. Weil ich ja ewig nicht gespielt habe. Und jetzt sind es Katzen, die mich hier... die verhindern, dass ich rausgehen kann. Mann! Was? Was war das gerade? Mit wem hast du gerade angebändelt? Sekunde. Sozial hier. Versucht, Combo für eine Romanze zu umwerben. Combo hat den Annäherungsversuch ignoriert. Ah, mega. Ah. Hä, wo steht denn Combo hier drin? Ah, da, Schmetterling-Combo. Ja, bist ja auch nicht so gut von ihr. Mit ihr bisher. Wie denkt sie denn über Hummel? Geht so. Kuros Hund findet sie toll. Nein, Kuro Hund. Ah. Und Kuro findet sie mega. Sie ist total toll. Sie ist eine ganz tolle Person. Das liegt vor allem daran, dass sie 10-mal tiefgründige Gespräche geführt haben. Ja. Aber sie haben gegenseitig minus 5, weil hart arbeitend der eine ist und der andere faul. Okay. Ich finde solche Sachen cool, dass es sowas halt gibt. Das finde ich mega. Kuro. Maxi mit 89 plus 10% plaudern. Und 10-mal gut tiefgenutzt, sprich plus 79. Krass. Die haben sich halt ein paar Mal. Deswegen ist es halt wichtig, dass die eigentlich noch Möglichkeit zusammen essen, damit die sich halt miteinander möglichst viel quatschen können, dann vertragen sie sich meistens gut miteinander. Ja, leider bleibt es bei meistens. Es gibt halt oft auch Sachen, die dafür sorgen, dass das nicht so gut klappt, leider. Na gut, aber jetzt heißt es erstmal eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Jetzt ist so warm draußen, jetzt kann ich eigentlich hier die Sachen wieder abreißen erstmal. Damit ich nicht weiter Holz verbrauche, weil wir sind jetzt runter auf 169 und wenn der Wind da richtig anfängt und nicht nur so eine Kältewelle kommt, dann dauert das ja auch länger, bis dann das halt wieder da ist. Na gut, jetzt war wirklich eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ciao, euer Sunny.